Herzlich willkommen zu Nichts als Sagen, wieder Fragen. Steht alles im Zeichen des Niederländischen Hochschultages. Am 16. November 2021 findet er statt. Und nicht nur, dass ihr dort interessante Studiengänge wie auch Vergleich Medizin, Niederlande, Deutschland, Psychologie, Niederlande, Deutschland seht, sondern ein Schwerpunkt auch ist euch interessante Studiengänge an. Und wenn ich mir dann so unseren Kameramann angucke, wie der da krumm steht, wie die Hüfte schmerzt, dann fällt mir ein Studiengang an, den ich ganz besonders gut finde, Physiotherapie. Und Physiotherapie ist in den Niederlanden auf Hochschulniveau, ist ein vierjähriges Studiengang, der schon sehr, sehr frühzeitig akademisiert worden ist. In Deutschland findet das jetzt auch statt. Es findet auch auf Fachschulen statt. Das hat dann den Vorteil, dass Arzt und Physiotherapeut viel mehr auf einer Ebene sind und besser miteinander kommunizieren können und besser die Sachen anwenden können. Es ist sogar so, dass man danach noch einen Master machen kann und sogar einen Doktor in Physiotherapie an der Universität von Amsterdam, sodass es dann in einem Krankenhaus in den Niederlanden umgekehrt ist, dass dann der Physiotherapeut dem Arzt die Anweisung geben kann. Das kann passieren. So, das ist viel weiter, viel innovativer. Da sind die Niederländer viel weiter als ihr. Und stattfinden findet das dann Ruges Gusseut. Gegenüber von der Grenze von Aachen an der niederländischen Seite. Zuid einfach, steht einfach für Süd, Z-U-Y-D. Ihr findet unten das in der Beschreibung, auch den niederländischer Hochschultag www. Findet ihr auch dort den Link. Schaut euch das an. Wer Interesse hat an einem Gesundheitsberuf, das ist wirklich spannend. 4 Jahre einfach Hochschulstudium.